Hallo, also herzlich willkommen bei Venice. Das ist ein Hotel von Biotex.com, also ein firmeneigenes Hotel. Und die Gesamtfläche beträgt etwa 300 Quadratmeter. In diesem Hotel, wie Sie alle wissen, sind jetzt unsere Babys, unsere Quarantänebabys in einem Säuglingsroom. Und jetzt bin ich mit unserem Paar, das ist ein Paar aus einem deutschsprachigen Raum. Und das Paar konnte gestern, ja, gestern das Baby schon abholen und sind seit gestern also mit dem lang ersehnten Baby da. Und ich werde jetzt einige Fragen stellen. Also wie fühlen Sie sich jetzt, nachdem Sie das Baby bei sich haben und in den Arm nehmen konnten? Ja, wie ist die Gefühle? Ja. Wie sind die Gefühle? Wir können es gar nicht beschreiben, außer dass wir wirklich glücklich sind. Also wir sind überglücklich. Ja. Wir haben eine lange Zeit vor uns gehabt, also durch diese Corona-Grenzschließungen und die Einschränkungen haben wir einfach nicht gewusst, wie wir das alles handeln sollen. Und wie man das handhabt. Genau, ja. Wie man das handhabt, weil es gab einfach keine Flüge mehr. Es war Ungewissheit. Alles, ja, ungewiss. Wir haben gewusst, dass im Mai wird unsere Tochter geboren. Wir wollten unbedingt da sein. Aber durch diese Corona-Krise war alles dann, ja, nicht mehr für uns auf dem normalen Weg machbar, ja, ja. So wie wir es uns vorgestellt haben anfangs. Genau. Aber wir haben es dann letztendlich dann doch noch geschafft und sind vor circa 10 Tagen reingekommen mit Unterstützung der Botschaft. Und Sie sind jetzt aus der Quarantäne? Sie waren im Hotel, in einem speziellen Hotel? Genau, ja? In einem Observation Hotel, ja. Das ist ein staatlich anerkanntes, glaube ich, Quarantänehotel von der Ukraine. Und darin waren wir circa 10 Tage, bis wir dann eben den Test ablegen konnten. Und nach diesem Testergebnis durften wir dann raus und endlich zur Klinik unser Baby empfangen. Ja. Können Sie mir bitte erzählen, wie war im Hotel die Bedingungen? Hatten Sie Ausgangssperre und also das alles? Ja, also wie gesagt, es ist ein Quarantänehotel. Mhm. Der Ablauf war eben so, dass wir versorgt worden sind mit allen Sachen, die wir benötigt haben. Wir haben auch Fullboard gehabt, das heißt 3 Mahlzeiten am Tag, die wurden uns an die Tür geliefert, geklopft und ja, wir waren mehr oder weniger im Zimmer gefangen. Also, also wir durften nicht wirklich raus, wir durften uns auch nicht frei bewegen. Es war auch nicht wirklich erwünscht und ja, da hat man halt durch müssen. Das war in Ordnung. Genau. Und Sie waren dann informiert über das Baby, wie dem Baby geht? Ja, also wir wurden super betreut. Wir haben alle paar Tage Fotos bekommen, Updates, Videos von der Kleinen. Also wir haben ein Mädchen bekommen. Ja, super. Und natürlich wollten wir wissen, wie es ihr geht, was sie so macht. Und letzten Endes, also wir haben uns sehr wohl gefühlt, weil immer, wenn wir die Fotos gesehen haben, haben wir gesehen, es geht ihr gut und sie ist jetzt frisch gebadet worden. Sie waren dann ein bisschen so erleichtert nach diesen Fotos oder war diese Erleichterung nicht so total, zu welchem Grad waren Sie erleichtert? Ja, natürlich gibt es da beide Seiten. Einerseits Erleichterung, andererseits Wehmut, dass man nicht bei dem Baby sein kann. Also, Und jetzt herrscht eine komplette Erleichterung, ja? Oder? Ja, ja. Oder noch nicht, weil Sie sind noch nicht ausgereist, oder? Nein, wir haben das jetzt realisiert. Also wir sind jetzt bei einem Baby. Das ist eben das Ziel, was wir haben. Hauptsache. Ja, genau. Die Hauptsache, wir sind jetzt da. Wir haben das Baby endlich in unseren Armen und wir können für das Baby da sein. Ja. Und alles andere ist zweitrangig. Ja, genau. Genau. Ja. Ich meine, es steht noch ein Prozess vor uns. Wir müssen noch einige Unterlagen erledigen, fertig machen. Und bis zur Ausreise wird es noch ein bisschen dauern. Aber das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Ja, und die österreichische Botschaft hat Ihnen dann enorm geholfen. Und wie lange dauerte, bis Sie eine Reisegenehmigung bekommen haben? Können Sie das beschreiben? Am Anfang, wie diese Corona-Krise angefangen hat, das war Mitte März, haben wir uns gedacht, unser Baby kommt Mitte Mai auf die Welt. Das ist noch kein Problem, bis dahin ist alles wieder normal. Aber dann, wie die Ausgangssperren immer wieder verlängert wurden und weiter verlängert wurden, alle Grenzen dicht gemacht worden sind, hatten wir natürlich dann das Problem, dass keine internationalen Flüge mehr gegangen sind. Und dann haben wir uns natürlich mit der Botschaft in Kontakt gesetzt und haben gefragt, was müssen wir jetzt tun, damit wir in ein Land reisen können, was
was wir normalerweise immer haben bereisen können ohne Visum. Genau. Nur dadurch, dass jetzt eben diese Ausnahmesituation ist, hat die Botschaft dann uns gesagt, wir müssen Flüge buchen. Wenn das bestätigt ist, können Sie beim Außenamt eben eine Genehmigung erreichen und dann wird es vielleicht machbar sein. Also die Botschaft hat uns den Weg gezeigt und wir haben ihnen immer wieder Flüge geschickt, was wir buchen könnten. Das Problem war nur, dass die regulären Flüge immer ausgefallen sind. Und dann haben wir uns auch schon überlegt, nachdem keinerlei Flüge mehr gehen, alle Grenzen dicht sind, ob wir nicht doch mit dem Auto herfahren. Also das war noch eine Möglichkeit, nur es noch eine Option. Halt, ja, aber 16 Stunden Autofahrt mit einem kleinen Kind, Wartezeiten an der Grenze, also ist nicht machbar. Genau. Ja, und letzten Endes hat uns dann die Botschaft am letzten Tag noch, am Freitag war das ungefähr, das hat sie gemeint, es gäbe einen Sonderflug, wir sollen den schnell. Also Botschaft hat das gesagt, die Botschaft, geschrieben. Ja, genau, die Botschaft hat uns darauf hingewiesen, weil nachdem alle anderen Flüge von uns, die wir gebucht haben, storniert wurden, hat die Botschaft gesagt, da gibt es einen Flug, das ist ein Sonderflug, wenn Sie den schaffen zu buchen, kann die Botschaft erreichen, dass sie aufgrund dieser Einreisedaten eine Genehmigung erreicht. Ja. Und das hat sie dann auch gemacht. Also wir haben natürlich noch keine schriftliche Genehmigung gehabt. Das war an einem Freitag, haben wir gebucht und am Montag ist der Flug gegangen. Das Wochenende war dazwischen, es war ungewiss für uns, kriegen wir überhaupt noch die Einreisegenehmigung? Ja, nein, wie sollen wir an Bord gehen? Das wird ja auch alles geprüft, aber letzten Endes hat es dann geklappt. Also das ukrainische Außenamt hat uns ein E-Mail dann geschrieben, natürlich alles auf Ukraine. Auch schnell, ja. Es war Montag in der Früh dann da und mit einer positiven Antwort. Genau, also genau. Das war dann in Ordnung. Das war wirklich super, wir haben es rechtzeitig bekommen. Und an der, ja, ich meine, die Einreise war nicht so reibungslos, dass uns alle gleich durchgewunken haben. Sie haben natürlich alle Formalitäten nochmal überprüfen müssen. Das Vielleicht. War ein direkter Flug, oder? Das war ein direkter Flug, Gott sei Dank, ja. Aus Wien, ja? Aus Wien, ja. Nach Kiew. Genau. Und wie lange dauert es insgesamt bis diese erste Anfrage an Botschaft, bis zu Ihrer Einreise nach Kiew, in die Ukraine? Also ich glaube, bis wir wirklich effektiv tätig waren, hat es vielleicht eine Woche gedauert. Eine Woche, vielleicht 10 Tage maximal. Gesamtdauer. Also die Botschaft kontaktiert, uns einmal erkundigt, wie geht das ganze Einreiseprozedere. Die Botschaft hat uns das mitgeteilt. Dann haben wir das probiert zuerst mit 2 Flügen, dann mit dem Auto, dann noch einmal Flug und dann hat es geklappt. Kennen Sie auch andere Paare aus unserer Klinik aus Österreich, die auch vielleicht diesen Weg gehen können und jetzt momentan im Prozess sind, sagen wir so? Sagen wir so, also von Österreich, glaube ich, bin ich die Einzige jetzt hier, die das geschafft hat, über die Botschaft reinzukommen. Ich bin quasi der Testläufer. Und wir haben uns, also die Deutschsprachigen haben sich auch in einer Gruppe zusammen vernetzt, damit sie Informationen austauschen können ja, und uns gegenseitig unterstützen, uns auch motivieren, wie das Ganze funktioniert. Und ja, jetzt habe ich mitbekommen, es gibt dann noch weitere Österreicher, die dann demnächst einreisen werden, auf diese Art und Weise. Ja, Und wie ist die Gesamtstimmung in dieser Gruppe von diesen Quarantäne-Eltern? Also ist es totale Panik oder ist es so, wie fühlt man sich in dieser Situation, wo man jahrelang auf das Baby wartet und dann ist Baby da? Es ist natürlich frustrierend. Ich meine, für die meisten, viele haben ihre Babys schon seit einem Monat oder vielleicht auch seit 2 Monaten. Ja, im Hotel haben wir auch Babys, die 3 Monate alt werden. Das ist ein Paar aus Deutschland. Also das ist wirklich frustrierend für die, weil jeder hat sich überlegt, wenn der Geburtstermin da ist, dann fliegt man her, nimmt das Baby in Empfang und kann die Zeit von vornherein mit dem Baby verbringen. Niemand rechnet mit dem. Niemand rechnet damit, aber dass es eben schon so lange dauert und dass sich die Grenzen nicht mehr öffnen, es gibt nur Schwierigkeiten und Hürden vor allem. Wir wissen nicht, und man merkt auch, dass viele, die auch versucht haben, diesen Weg zu gehen, dass es nicht einfach ist für manche. Genau. Und Sie wohnen jetzt in diesem Hotel, in diesem Venice. Und gibt es hier noch Paare, die jetzt mit dieser Quarantäne-Eltern, also aus der Quarantäne sind und jetzt mit dem Baby hier wohnen? Kennen Sie jemanden? Vielleicht aus anderen Ländern? Gibt es jemand? Also direkt Personen, die aus dem Quarantäne-Hotel sind, kenne ich jetzt niemanden.
vielleicht noch nie ist da noch, oder ja, noch niemand. Ja, genau. Aber es in dem Hotel sind schon einige Paare, die ich kennengelernt habe und ja, die mir auch ihre Geschichte erzählt haben. Mhm. Mhm. Und wie lange eigentlich dauerte Ihr Kinderwunsch und wieso hat es nicht geklappt? Also können Sie mal erzählen, wie sind Sie gekommen zu Ihrem Baby? Also Wir haben einige Jahre in Österreich bereits probiert. Mhm, mhm. Es hat dann irgendwie nicht geklappt und mein Arzt hat dann auch gemeint, nachdem ich schon so viel Geld und Zeit investiert habe und er gesagt hat, wir sollen uns vielleicht im Ausland umsehen nach anderen Möglichkeiten, weil die doch bessere Methoden haben oder ja, Möglichkeiten, die wir noch nicht in Betracht gezogen haben. Genau. Und das haben wir dann auch gemacht und sind jetzt letzten Endes glücklich darüber, dass wir diese Entscheidung auch getroffen haben. Wo haben Sie dann, wie haben Sie uns dann gefunden? Wie ja, war es also das erste Mal? Recherchen. Also Google, zuerst, Google genau. Recherche. Also der Arzt hat einige Hinweise gegeben und hat gemeint, wir sollten, wenn wir auf Garantie gehen wollten, sollten wir uns das einmal generell anschauen, was für Möglichkeiten sind, in welchen Ländern. Und hat uns auch einige genannt. Und Ukraine auch darunter. Und da haben wir uns dann mehr oder weniger informiert, was es eben für Möglichkeiten gibt und sind wir letzten Endes in dieser Klinik dann gelandet. Mhm. Und es war dann gleich bei Ihnen geklappt, also ab dem ersten Versuch, ja? Genau. Wann war Ihr erster Besuch bei uns? Können Sie sich daran erinnern? Ja, also bis wir diese Entscheidung getroffen haben, haben wir gedacht, wir machen das. Waren wir letztes Jahr im Februar hier, das war genau der 1. Februar, oder? Sind wir angereist? Das war der erste Besuch? Der erste Besuch am 1. Februar letzten Jahres sind wir hergekommen und haben eben eine so Informationsrunde gehabt. Genau. Und da hat man uns In Kiew war das, auch in der Klinik. Mhm. Und da hat man uns auch gesagt, wie das Ganze abläuft. Ja, ja. Und wir wollten uns auch länderspezifisch eben die Regelung anschauen, ob das für uns überhaupt machbar war. Nicht, dass wir dann nachher dann so viele Schwierigkeiten haben oder einen ziemlichen Hürdenlauf haben oder wie wir das von vornherein schon abfangen können, vielleicht mit irgendwelchen anderen Dokumenten, die wir bescheinigen. Und dann hat es aber geheißen, ja, wir könnten dann starten. Mhm. Und dann haben wir uns auch dafür entschieden. Mhm. Und ein halbes Jahr später, glaube ich, wurden wir dann ins Programm aufgenommen. Und wann haben Sie dann erfahren, können Sie sich an diesen Tag erinnern, dass es wurde geschrieben, dass Ihre Leihmutter ist schwanger? Und wie war also der Tag und wann war es? Können Sie sich ungefähr vielleicht einen Monat, ja? Und ja, also wir haben das natürlich jeden Tag mitverfolgt. Ja. Seit Beginn an, wie es geheißen hat, die Leihmutter hat jetzt ist jetzt mit dem Ei, eingesetzt worden bei ihr, der Transfer. Und dann haben wir natürlich jeden Tag gezittert und geschaut, was gibt es jetzt Neues? Gibt es wieder ein Update? Und wie gesagt, wir haben natürlich immer ganz mit Aufregung, mit Spannung das Ganze erwartet, bis wir wieder mal eine Nachricht gekriegt haben von der Klinik. Und es hat aber immer gut geklappt. Mhm. In regelmäßigen Abständen sind wir auch informiert worden, wie es der Leihmutter geht und wie es unserem Baby geht. Und dieser erste Gefühl, dass die Leihmutter schwanger war, auch sehr emotional. Das war und überwältigend, ja, genau. Ja. Wie wenn man, ich glaube, das ist gar nicht ist vergleichbar, wie wenn man selber ein Kind kriegt, sag ich einmal, weil es ist ja letzten Endes unser Kind. Ja, genau, ja. Genau. Und Sie sind also total happy, nur jetzt bleiben einige Wochen, bis Sie ausreisen können. Und können Sie mir sagen, in Österreich funktioniert jetzt der internationale Flugverkehr oder auch bei uns ist nämlich eingestellt worden? Ja. Und voraussichtlich bis 15. Juni ist es jetzt, die Situation. Ja, so. Das ist auch die Information, die ich bekommen habe. Und ich weiß nur nicht, wie sicher das ist, weil es haben schon sehr viele Länder gesagt, sie öffnen den Grenzverkehr und dann wurde es immer wieder verschoben. Also wir sind froh, dass wir mit dem Sonderflug herkommen konnten und wann auch immer die Grenzen wieder öffnen, ja. Und einfach warten, ja, noch einige Wochen müssen sie hier bleiben und dann mit dem Baby müssen sie auch ausreisen. Und dann weil alles andere ist jetzt unsicher, wir wissen nicht, wann wirklich was geöffnet wird. Es könnte ja sein, dass es die Situation wieder schlimmer wird, dann gibt es oder wird der Grenzverkehr wieder, also die Öffnung des Grenzverkehrs wieder um eine oder zwei Wochen verschoben, also ja. Ja, wir leben, also ich habe mal gehört, wir leben in
einem 24-Stunden-Takt. Ja, also das heißt, jeden Tag wird diese Information neu und neu. Neu, genau. Und man genau. kann nicht also mhm. sicher sein, dass es auch morgen so wird, wie es heute ist. Ja. Mhm. Okay, dann können wir uns einfach bedanken bei Botschaft ja, für diese Hilfe und dann, dass alles jetzt möglich geworden ist, dass Sie hier sind, weil nicht alle Eltern konnten noch einreisen. Mhm. Und das dauert insbesondere für deutsche Paare mehrere Wochen, für Sie 10 Tage. Ja. Mhm. Und dann wünsche ich als Vertreterin der deutschen Abteilung allen schnellere Einreise in die Ukraine und dann auch so glücklich sein wie unser Paar aus Österreich. Ja. Ja. Okay, dann tschüss.